Ich begrüße den Wolfgang Rücker von Istari Vision. Hi Wolfgang. Hi Stefan, schön mal wieder hier zu sein. Grüß dich. Sehe ich auch so. Sehr cool. Wir wollen heute über ein interessantes Thema sprechen, und zwar das Elrond Community Event, organisiert von Istari Vision in Regensburg. Und da freue ich mich schon sehr drauf, jetzt Infos von dir zu erhalten und natürlich auch die Zuschauer über dieses Event zu informieren. Ich würde sagen, Wolfgang, was erwartet uns da? Aber bevor wir auf dieses Thema kommen, was ist eigentlich der Hintergrund und wie kamt ihr da drauf, dass ihr sagtet, Elrond Community Event? Muss das mal sein? Livestream reicht noch auch, oder? Naja, warum muss das sein? Interessant ist eigentlich, wenn man sich jetzt hinterher so überlegt, wir haben die Idee eigentlich schon über den Sommer gehabt. Wir haben das im Juni diskutiert und dann eigentlich ab Juli angefangen zu organisieren und haben dann aber natürlich in der Kommunikation auch mit Elrond relativ schnell erfahren, dass da einiges mehr läuft. Ja? Und die Kollegen in Frankreich haben ja auch jetzt im September ein Event organisiert. Und Elrond selber hat das große X-Day-Event in Paris Anfang November. Und irgendwie passt das wie Faust auf Auge, dass wir völlig unabhängig voneinander zwei Community-Events eigentlich mitten in Europa jetzt organisieren, ohne das irgendwie abgestimmt zu haben. Also da sind anscheinend die richtigen Vibes gerade in der Community unterwegs, dass das einfach passt. Ja, also läuft jetzt schon seit Juli die Organisation. Wir haben alles unter Dach und Fach, eine richtig coole Location. Und ich glaube, die Community hat sich es auch mal verdient, ja, so ein Event zu bekommen, wo man sich mal austauschen kann und vor allem eben auch die richtig coolen Projekte, die auf Elrond bauen, mal direkt live und hautnah kennenzulernen. Ja, sehr cool. Man muss ja auch ehrlich sagen, man sagt ja auch immer, der Bärenmarkt ist zum Bauen da. Aktuell macht es nicht so Spaß, auf die Preise zu schauen, aber dafür können wir uns ja wunderbar connecten. Deswegen super Sache, wie ich finde. Ja, der Bärenmarkt, mein Gott, es ist Zeit zum Bauen, ja. Genauso richtig, wie du sagst. Viele haben es bei uns ja auch mitbekommen. Wir haben über den Winter, Frühjahr extrem zugelegt, sind mittlerweile über 30 Leute im Team und ja, konnten, sag ich mal, die ruhige Zeit jetzt nutzen und sind vorbereitet auf den nächsten Ansturm. Perfekt. Dann würde ich sagen, was erwartet uns da auf dem Event? Wir haben gesehen, die Tickets sind ja, die Early Birds sind ja jetzt leider schon vergriffen. Aktuell, ich blende es mal kurz ein, kostet ein Ticket 149 € das Standardticket. Dafür habt ihr kein limitiertes NFT, kein Mittagsbuffet mit den VIP-Partnern. Ganz wichtig, also ihr kriegt schon was zu essen an dem Event, aber halt kein Mittagsbuffet mit den VIP-Partnern. Aber sonst gibt es natürlich auch noch das VIP-Ticket. Aber Wolfgang hat mir gerade schon im Vorgespräch erzählt, die sind sehr begrenzt und auch verdammt beliebt. Kann das sein? Ja, also man muss schon sagen, wir waren da auch etwas überrascht. Wir haben eigentlich fast keine Standard-Tickets verkauft in der Early-Bird-Phase. Es gingen nur VIP-Tickets raus. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, weil jeder sich erhofft, die Partner dann mittags schon kennenzulernen, eine Stunde früher als die Standard-Tickets in die Event-Location reinzukommen oder die NFTs. Aber versorgt werden natürlich alle. Man sieht es auch an der Agenda. Wir haben gute Pausen zum Netzwerken eingeplant, gibt Getränke, Kaffee, Snacks. Und ja, die VIPs haben natürlich den Vorteil, mittags schon Essen ist auch für die VIPs mittags schon eingeplant und eben die Stunde mit den Partnern, die kommen, die was präsentieren und zeigen werden, hier einfach schon die Möglichkeit zum Netzwerken zu haben. Perfekt. Also ich muss wirklich sagen, ich war jetzt auch schon auf vielen Events unterwegs. Ich habe auch gerade schon das Lob ausgesprochen. Die Agenda gefällt mir super, weil einfach diese Pausen zum Netzwerken, man will ja nicht, man will zwar die Vorträge, aber man will jetzt nicht 4 Stunden am Stück Vorträge, sondern dann kennt man das, wird untereinander getuschelt, Leute gehen weg zum Quatschen. Und so zwischendrin Pausen, glaube ich, ist auch für die Leute, die was vortragen, super, aber auch natürlich das Netzwerken super. Deswegen Kompliment an die Agenda, gut geplant. Danke, danke. Also ich denke auch, es ist das Netzwerken ist unter anderem sehr, sehr wichtig, klar. Wir wollten aber auch, dass die Projektpartner, die kommen und was zeigen, dass es
interaktiv wird. Ja? Also es wird jetzt nicht jeder Redner nur seine Slides runterrattern. Das wird definitiv nicht passieren. Und ja, wir haben ja eine breite Vielfalt. Es kommen Knights of Cathina, es kommt Ash Swap, es kommt Holoride. Die sind jetzt auch schon angekündigt worden. Und ja, kann sich jeder denken, mit Holoride sprechen wir über ein Fahrzeug. Das Fahrzeug werden wir direkt vor der Event-Location haben. Und wir sind jetzt gerade noch am Austüfteln, wie wir genau das für die Community organisieren, dass vielleicht der ein oder andere eine Metaverse-Experience direkt live vor Ort erfährt. Aber natürlich auch, dass die Pausen genutzt werden, dass man draußen ein bisschen Fotos machen kann mit den Projektpartnern, mit dem Holoride-Fahrzeug. Und nicht nur nachmittags die Pause, sondern eben auch abends haben wir noch mal kurz eine halbe Stunde dazwischen drin, bis es dann eben zum Abendbuffet übergeht. Und Abendunterhaltung heißt dann, wir machen eine Lottery. Es gibt ein bisschen Merchandise von den Projektpartnern. Wir haben Barbetrieb. Und ich glaube, das ist mitunter das Beste, dass man einfach sich kennenlernt, miteinander spricht. Weil was die Projekte machen, das kann ich auch von zu Hause aus recherchieren. Da kann ich mir die Unterlagen durchschauen. Da kann ich mir ein YouTube-Video anschauen. Kann ja mir das einfach selber zu der entsprechenden Zeit reinziehen, wie ich es brauche. Aber solche Events sollen zum Netzwerken da sein und eben einfach ja auch gezielte Fragen zu stellen, die man eben, wo man eben so keine Möglichkeit dazu hat. Wo du auch im Internet nicht immer eine Antwort zu findest. Genau. Richtig. Und ich kann auch nur sagen, von meiner Seite aus, ich war viel auf Events unterwegs. Viele Leute fragen immer, wo holst du eigentlich die Leute her, die du interviewst? Das ist einfach Netzwerken. Das ist einfach Leute kennenlernen. Dann durch Wolfgang Person XY kennengelernt zum Beispiel. Und so entstehen einfach Kontakte, die man dann auch nutzen kann, ob man sie jetzt für Investments nutzt, aber einfach auch für Informationen alleine schon. Und deswegen Netzwerken ist sehr, sehr wichtig. Genau. Jetzt hast du ja schon einige Partner erzählt. Gibt es denn da noch einige in Planung oder du geheime oder kann ich was aus dir rauskriegen? Ja, ich kann eins auf jeden Fall ankündigen. Grundsätzlich alle, die kommen werden, wir werden andere Staking-Provider haben aus dem Elrond-Ökosystem. Wir werden auch Venture Capital vor Ort haben, die in verschiedene Elrond-Projekte investiert sind. Wir haben die Projektpartner, die schon gelauncht sind, wie Holoride. Wir haben Knights of Cathina, die natürlich auch hier in Deutschland direkt vor Ort sind und ein richtig cooles Produkt auf den Markt bringen. Video kommt. Video kommt. Weiter ist, ja. Wir haben noch weitere Sachen geplant. Es ist nicht nur so, dass wir uns auf die Projekte als solches konzentrieren, sondern wir wollen auch vermitteln, dass es Use Cases gibt. Deshalb haben wir von der Ostbayerisch Technischen Hochschule jemanden da. Wir haben den Blockchain-Beauftragten von der Stadt Regensburg. Auch hier nochmal herzliches Dankeschön erstmal ans Organisationsteam, die das alles auf die Beine stellen und eben auch an die Kontakte, die uns dabei unterstützen. Und ist, denke ich, auch immer ganz wichtig, alle Sparten zu betrachten. Also wir haben es eingangs ja auch schon gesagt, es geht ja nicht jedem darum, einfach nur einen Coin zu kaufen, einen Token zu kaufen, den irgendwann zu flippen, sondern es ist, wir sind ja auch Builder, ja. Wir bauen Applikationen, wir haben bei Starry Vision zwei Entwicklungsteams, die an verschiedenen Produkten arbeiten. Und ich denke, für die Community ist es schon wichtig zu sehen und zu verstehen, was gibt es denn für Use Cases? Und das auch mal aus einer anderen Perspektive zu hören, eben von einer Universität oder von einer technischen Hochschule, dass es hier Forschungsprojekte gibt, die gefördert werden vom Bund, von größeren Konzernen, weil das wird uns nachhaltig die Massenadoption bringen. Es ist nicht das gehypte NFT und das gehypte Projekt, es ist wirklich der Nutzen, der draußen in Industrie und Handel ankommen wird. Der wird die Massenadoption bringen. Und das sehen wir in vielen Bereichen schon. Und ich denke auch gerade mit Elrond ist man da sehr, sehr gut aufgestellt. Jetzt mit Opera, die letzte Ankündigung, Milestone Nummer 5, heißt, wir werden definitiv noch vier weitere große Ankündigungen vor dem X-Day in Paris sehen. Und vor Ort, was ich schon gehört habe, wird auch noch ein richtig, richtig dickes Announcement kommen.
Und für unser Community-Event kann ich als kleinen Teaser vielleicht noch erwähnen, das nächste Maya Launchpad-Projekt wird auch da sein. Oh, sehr, sehr interessant. Da haben wir doch schon mal was erfahren, was wir erstmal so auf der Webseite bisher nicht sehen. Dann noch die Frage, die kam schon von vielen Leuten, weil ihr schreibt es ja als die Sky Vision immer hauptsächlich in Englisch, aber ihr habt natürlich auch eine deutsche Community-Seite, also für dieses Event. Wird das Event denn hauptsächlich in Deutsch stattfinden oder sind die Vorträge gemischt oder auch in Englisch? Wie ist das da aufgebaut? Also wir haben natürlich an alles gedacht, was das betrifft. Also auch von der Planung der Agenda her. Wir haben Projekte, die eben nicht Deutsch sprechen, die werden auf Englisch präsentieren. Wir werden das allerdings natürlich simultan auf Deutsch übersetzen und haben das zeitlich auch entsprechend so eingeplant. Also es ist für jeden was dabei. Und wenn jemand beim Netzwerken Unterstützung braucht, weil vielleicht sein Englisch nicht ganz so gut ist, dann haben wir von Istari Vision genügend Leute, die dabei helfen werden. Einfach, die sind alle gekennzeichnet, ja, entweder Pulli oder Hoodie oder T-Shirt, Poloshirt, was auch immer die dann anhaben werden. Einfach antippen, anklopfen und sagen, ich würde gerne mit dem und dem sprechen, aber hilf mir da mal kurz. Und auch wenn es für ein Intro ist, ja, also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man hier offen ist und auch die Möglichkeit nutzt. Und vor allem ehrlich sein, wenn man dann sagt, my English is not the yellow from the egg, dann soll man das einfach so sagen. Ist ja kein Problem. Genau, perfekt. Also wissen wir, Elrond, Community Event und Holride auch da. Das freut mich sehr, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Und ich würde sagen, lass uns kurz auf die Webseite schauen, um uns Gerne. das Ganze kurz anzuschauen. Ich öffne die mal und zwar Elrond Community Event. Ihr seht hier alles rund um dieses Event. Wann findet es statt? 22. Oktober ist ein Samstag, auch schon mal sehr gut. Tickets kann man kaufen. Dazu gleich noch ein sehr cool, was du noch erzählst zum Thema Ticket kaufen. Hier seht ihr die Agenda und auch eure Vorteile, die ihr habt, weil ihr dort seid. Jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, Ticket kaufen. Bevor wir zum Ticketpreis kommen, ich kann ja mein Ticket kaufen mit Elrond, mit Eagold. Und jetzt hast du mir kurz vorher erzählt, das geht auch mit anderen Kryptowährungen. Erzähl mal, das ist spannend. Naja, eigentlich ist es gar nicht so komplex oder kompliziert. Und das ist, glaube ich, auch die Herangehensweise grundsätzlich von Elrond. Ja? Deswegen funktioniert das so super, super einfach mit uTrust. Also für die, die es noch nicht wissen, uTrust ist bei Elrond integriert, gehören zusammen, sind in den letzten Monaten zusammengewachsen. Und wir haben uns natürlich gedacht, wenn wir Tickets verkaufen für dieses Event, dann machen wir das nicht nur mit Kreditkarte, PayPal, Banküberweisung. Ja, das ist ja total oldschool. Wir sind ja angekommen hier im Web3. Also machen wir natürlich Bezahlung mit Krypto. Und wir integrieren uTrust. Und wie ich es eingangs schon gesagt habe, noch nie sowas Einfaches gesehen. Also für Händler, die Krypto akzeptieren wollen, dieses uTrust-Plugin einfach auf die Webseite mit drauf und easy going. Super. War auf eine halbe Stunde drin, funktioniert. Und sobald wir es online hatten, haben wir sofort gesehen, also glaube ich, ging ein, zwei Tage später online die Integration von uTrust. Und ab da waren 50% der Buchungen in Krypto. Also es Genial. wird absolut angenommen. Und das ist natürlich klasse. Und du sagtest, das ist nicht nur Eagle, das sind ganz viele Kryptowährungen. Alles, was uTrust Wahnsinn. akzeptiert, ja. Ja, du hast gesagt, Bitcoin, Ethereum und die Liste ist noch viel länger. Stablecoins, so gut wie alle. Ja. Wahnsinn. Also ich war da selber von überrascht. Ich habe jetzt nicht auf Ticket kaufen geklickt und Krypto ausgewählt, sondern ich habe mir das einfach nur angeguckt, was so Preise sind und so weiter. Deswegen sehr, sehr spannend. Dann, wenn wir über Tickets sprechen, schauen wir auf die Webseite. Und nochmal der Preis, hier seht ihr es, 149 Euro das Standardticket. Early Bird ist jetzt leider schon vorbei. Werbung gemacht wurde genug, muss man ganz ehrlich sagen. Aber viele wissen es ja bei solchen Events, da dauert es immer ein bisschen länger. Und umso näher es zum Event kommt, umso mehr Tickets gehen dann meistens weg, weil viele Leute können nicht vorausplanen und sind dann eher spontan. Also stehen Leute vor der Tür, die vielleicht nichts mit Elrond zu tun haben, aber hey, irgendwas geht in Regensburg heute ab. Lass mal ein Ticket holen. VIP-Tickets sehen wir auch hier, 199 Euro plus die zusätzlichen Vorteile sehen wir hier. Deswegen, wer daran Interesse hat, hier einfach drauf gehen, Standard-Ticket kaufen, VIP-Ticket kaufen, weiter zur Zahlung und per E-Gold, andere Kryptowährung oder natürlich einfach Euro bezahlen. Schauen wir auf die Agenda bzw. die Speaker, die vor Ort sind. Wir wissen, Holoride ist da, Ashwaub ist da, NTT ist da, richtig ausgesprochen.
Entity, jawohl. Perfekt. Ich muss aber fragen, bei so Namen bin ich mir nicht immer ganz sicher. Bei Knights of Catena, die ja ausgesprochen werden, Knights of Caffeina, war das nämlich auch der Fall. Dann seht ihr auch unser Logo. Wir sind auch vor Ort, beziehungsweise Patrick ist vor Ort, haben wir ja bereits erwähnt. Und die weiteren werden in den nächsten Tagen auch angekündigt. Und ja, ich glaube, es ist für jeden was geboten, nicht nur was die Projekte betrifft, sondern es ist natürlich auch fürs leibliche Wohl gesorgt. Also die VIP-Tickets haben den Genuss, mittags schon einen Happen mit uns zu essen und zu netzwerken. Und nachmittags gibt es die Kaffeepausen, abends gibt es ein Buffet. Und dann, wenn die Abendunterhaltung quasi beginnt, dann gibt es Lottery, dann wird auch der Barbetrieb geöffnet und dann kann man sich in Ruhe nochmal unterhalten und Fragen stellen. Wir haben nicht nur die Projekte, die was vorstellen, die Forschungsprojekte von der Universität, sondern was, glaube ich, immer wieder in speziell Deutschland ein Thema ist, ist die rechtliche Lage, Steuerthemen etc. pp. Und auch für dieses Thema haben wir uns Profis geholt, die nicht nur präsentieren, sondern eben auch wirklich in Person, face to face, Rede und Antwort stehen. Perfekt, wunderbar. Da haben wir noch super viel über dieses Event erfahren und vor allem, was da alles so abgeht. Super. Dann würde ich Wir freuen uns sagen, drauf. bitte? Wir freuen uns drauf. Ja, da kann man sich wirklich drauf freuen. Ich glaube, jeder, der da vor Ort ist, der erlebt richtig was, oder? Ist nur noch die Frage, kommst du auch? Ja, weißt du, ihr habt ja hier jetzt hingeschrieben, Gastredner. Jetzt ist ja das Problem, ich kann ja den Patrick nicht einfach so auf die Bühne schicken, oder? Ja, ich glaube, ich muss auch mal vorbeikommen. Ja, also ja, wir ergänzen das Ganze. Patrick und Stefan werden da sein. Da Sehr freuen wir gut, uns doch ich sehr danke. drauf, gerade nach den Infos, die man hier bekommen hat. Wer sagt denn da Nein zu, oder? Naja, das nächste Launchpad-Projekt, also. Allein deswegen ist doch schon eine Reise nach Regensburg wert. Auf jeden Fall. In diesem Sinne, ey, wunderbar, coole Sachen, die wir hier erfahren haben. Freut mich, dass das geklappt hat, dass du uns hier so coole Sachen erfahren hast. Ich bin sehr gespannt, wen man da vor Ort trifft. Jetzt wisst ihr, mich werdet ihr auch da sehen. Wolfgang, ein Foto zusammen kriegen wir bestimmt hin, oder? Auf jeden Fall. Wunderbar. Alles klar. Definitiv. In diesem Sinne, ich danke dir für deine Zeit. Freue mich auf das Event. Freue mich, dich persönlich nochmal zu treffen. Und dann sage ich von meiner Seite aus bis zum 22. Oktober in Regensburg. Aber vielleicht sehen wir Ich uns ja freue noch mich sehr vorher. drauf. Ja, immer willkommen, Wer weiß. wenn ich denn mal hier bin. Aber kriegen wir hin. Zum Event bin ich auf jeden Fall hier. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf die Community. Ich glaube, gerade aus der deutschen Elrond-Community sind wirklich viele dabei. Ich habe es in den Chats auch gesehen. Endlich trifft man sich mal face to face und kann mal quatschen und nicht nur über Telegram oder sonstige sozialen Medien. Ist, glaube ich, schon auch was wert. Ganz abgesehen von den Projekten und Neuigkeiten, die man so erfährt. Aber das ist eben auch das Netzwerken und die Leute wachsen auch zusammen. Ja, man kann ja jetzt wirklich sagen, auf so lange Zeit schon, 2, 3 Jahre, wie es die Community gibt, die Hochs und Tiefs, die man miteinander bestritten hat, das schweißt schon auch ein bisschen zusammen. Und wenn man sich dann auch mal abends in Ruhe an der Bar unterhalten kann, da glaube ich, hat wirklich jeder was davon. Ich denke auch. In diesem Sinne, ich danke dir für deine Zeit und Herzlichen Dank. sehen uns. Bis Bis dann. bald. Ciao. Ciao.